casa. So, liebe Leute, wir haben jetzt mal so alle Fahrzeuge auf der Bahn. Leider aus einem nicht ganz so glücklichen Anlass, denn letzte Woche Montag ist unser langjähriger Motorsportkollege Heinz Rodewald leider viel zu früh verstorben, hat sein letztes Rennen leider verloren. Und wir möchten hiermit da einfach mal kurz an ihn denken. Das ist auch der Grund, warum viele Fahrzeuge eine schwarze Schleife haben oder eine schwarze Flagge. 53 Jahre ist er nur alt geworden. War immer engagiert, aktiv Autocross gefahren, geschraubt. Und zuletzt war er hier der Platzwart beim Heidegger. So, ich muss sagen, ich bin von der Anteilnahme echt überwältigt. Es hat wirklich alles, was noch fährt, kommt auf die Strecke. Ja, ich bin auch Fahrer.
So, dann bitte ich euch einen Moment der stillen Anteilnahme an unseren Clubkameraden Heinz Rodewald. Okay, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Und dann fahren wir alle wieder zurück. Die Jugend bitte in den Vorstartbereich. Alle Helfer, alle Funktionäre auf ihre Position. Und nach den beiden Gruppen Jugendlichen. Ja, danke. So, und nach den Jugendlichen machen wir weiter mit der Speedway und dann die Stockerklassen 1, 2, 3 und ich denke, so soll es sein und das wird auch im Sinne von Heinzi sein. Dann hat Elke mich nochmal gebeten, liebe Zuschauer, denkt gleich dran, wenn das Rennen losgeht, bitte respektiert die Absperrung. Achtet auch bitte darauf, dass eure Sprösslinge nachher hinter den Absperrungen sind.
ereignet. Ich bin auch nicht geworden.